Wenn du das Headquarter von KW in Fichtenberg betrittst, da stößt du ja quasi direkt auf die erste Ausbildungsstelle, und zwar als Industriekauffrau oder Mann. In dem Falle auf Kim. Und was Kim so macht als Industriekauffrau bei KW, das lernen wir jetzt. Hallo Kim. Hallo Sidney. Geht's dir gut? Ja klar. Ja klar. Und selber? Alles bestens. Ich habe gerade von dir gesprochen, weil wenn du das Headquarter betrittst, dann kommst du ja in den Empfang, Zentralbereich, und dann, habe ich gesagt, dann sitzt schon die Kim da. Genau. Was machst du genau hier? Eine Ausbildung als Industriekauffrau. Ich bin aktuell im zweiten Lehrjahr und insgesamt gibt es 3. Mhm. Die 3 Jahre durchläufst du ja kaufmännische Abteilung. Da ist zum Beispiel der Vertrieb, Inland, aber auch Ausland, Einkauf, Buchhaltung und Qualitätssicherung. Viel Abteilung. Genau. Okay, das heißt, du machst jetzt einen kaufmännischen Bereich, durchläufst du alle kaufmännischen Abteilungen. Okay, check ich. Bis an der Zentrale. Zurzeit eingesetzt. Zurzeit. Und was kommt noch dazu? Weil ich habe dich auf der Messe gesehen. Genau, also man hat als Azubi verschiedene Projekte, die man selber leiten darf. Zum Beispiel durfte ich die Jobbörse in Gaidorf selber leiten und organisieren. Ernsthaft? Genau. Also das heißt, du hast die komplett mitorganisiert und hast dann die auch ausgerichtet, also ausgerichtet im Sinne von für KW. Richtig, genau. Und dort auch vor Ort Kunden beraten, beziehungsweise dann die Schüler. Das ist ein Projekt. Genau. Was heißt, es ist ja allerhand, weil ich meine, letztendlich musst du ja auch noch zur Schule, ne? Ja, richtig. Ich habe mal gesehen auf Facebook, dass ihr Ausflüge macht. Mhm. Das heißt, ihr Azubi, und das macht die zusammen, oder? Genau, da gibt es einmal im Jahr einen Azubi-Ausflug. Und letztes Jahr war es zum Beispiel, sind wir ins Mercedes-Benz-Museum gegangen. Okay. Und anschließend dann zusammen auf dem Vasen. Also es war, ist immer Ach so. Ein super Erlebnis, ja. Auf dem Vasen. Das ist sowas wie die Wiesen, ja, nur in Stuttgart. Hast du denn auch was mit Stoßdämpfern zu tun? Weil ich frage das deswegen, weil du weißt auch, was du da verkaufst letztendlich. Auf jeden Fall. Ja, das ist wichtig, das ist cool. Genau. Ich habe Kim ja gesehen auf der Messe, die weiß wirklich, wovon sie redet. Kim, es ist nicht langweilig hier, ne? Auf jeden Fall nicht. Und sorry, Sidney, da muss ich jetzt kurz ans Telefon. Ich möchte nicht stören. Alles gut. KW Automotive, Schuster, hallo. Mhm, natürlich, dann müsste ich Sie einmal in den Vertrieb weiterleiten. KW Automotive, Luisa Hirtz, schönen guten Tag. Die Verfügbarkeit, kein Problem. Hierfür bräuchte ich bitte die Artikelnummer. Mhm. Alles klar, das haben wir verfügbar, heißt, ist sofort lieferbar. Schönen Tag noch, tschüss. Servus. Hallo Sidney. Alles gut? Ja, alles bestens bei dir. Alles bestens. Ich habe jetzt hier gerade mal mitbekommen, weil ich war unten in der Zentrale und habe gehört, dass es hochgestellt worden ist. Jetzt wollte ich natürlich mal sehen, was hier oben los ist. Was machst du für eine Ausbildung? Also jetzt gerade sind wir im Vertrieb und ich mache die Ausbildung zur Industriekauffrau. Allerdings mit einer Zusatzqualifikation und die nennt sich Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen. Also es gibt halt Unterschiede, vor allem in der Schule, also von den Fächern her. Das ist halt alles sehr international ausgerichtet, sage ich mal. Also man hat zu Beginn die Wahl. Und es gibt einmal zur Auswahl Spanisch oder Französisch und verpflichtend Englisch. Und es gibt halt für die Fremdsprachen, also die zweite Fremdsprache, jeweils einen Anfängerkurs und einen fortgeschrittenen Kurs für diejenigen, die halt schon drin sind in der Materie. Okay, warte mal, das sind jetzt viele Informationen. Heißt, du hast Englisch oder so? Genau, Englisch ist... International, also Business. Also genau, also alles eben aufs Business ausgerichtet. Heißt, ich lerne da zum Beispiel, wie schreibe ich eine Anfrage, wie formuliere ich ein Angebot und das eben alles dann in der Fremdsprache. Okay, und dann musst du noch eine zweite haben, also prüfungsrelevant. Genau, also entweder Französisch oder Spanisch. Okay, das heißt, es hört sich nach viel Stoff an. Wie oft bist du in der Schule? Also ich habe meistens einmal in der Woche einen festen Tag Schule, dann noch einmal unter der Woche, alle 2 Wochen. Und das muss ich leider auch erwähnen, jeden zweiten Samstag Schule. Echt? Ja. Hört sich stressig an. Ist auf jeden Fall auch stressig, aber ich sag mal so, wenn man sich wirklich für Sprachen begeistert und auch eben für das internationale Handeln, dann würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es bringt einen auch wirklich voran. Wunderbar, dann will ich weiter stören. Alles klar. Luisa, Dankeschön. Viel Spaß in Spanien. Dankeschön.